Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 9. Sitzung des Landtages und heiße Sie dazu alle herzlich willkommen. Wie viele von uns bereits wissen, ist am 3. Dezember unser ehemaliger Kollege Alfons Vogtel verstorben. Alfons Vogtel war von 1985 bis 2007 Mitglied des Hohen Hauses. Von Oktober 2004 bis zu seinem Ausscheiden am 31. März 2007 war er zweiter Vizepräsident des Landtages. Plenarsitzungen hat er auch in turbulenten Zeiten immer humorvoll und fair geleitet. Sein Thema war die Sozialpolitik. Er setzte sich engagiert und immer mit deutlichen Worten für sozial Benachteiligte, für Patienten, Pflegepersonal und auch Mediziner ein. Die langen Jahre als Sozialpolitiker im Parlament haben ihn für seine anschließende Aufgabe prädestiniert. Er war über 11 Jahre Geschäftsführer der SHG, des größten saarländischen Klinikträgers. Der Kommunalpolitik in seiner Heimatgemeinde Illingen ist er immer treu geblieben. Der Landtag des Saarlandes wird Alfons Vogtel immer als engagierten Demokraten und geschätzten Kollegen in Erinnerung behalten. Lassen Sie uns unseres verstorbenen Kollegen Alfons Vogtel nun gemeinsam gedenken und uns von den Plätzen erheben. Ich danke Ihnen. Im Einvernehmen mit dem erweiterten Präsidium habe ich den Landtag des Saarlandes für heute 9 Uhr einberufen und für die zweitägige Sitzung die Ihnen vorliegende Tagesordnung festgesetzt. Erhebt sich hiergegen Widerspruch? Herr Abgeordneter Becker?